Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier möchte ich Ihnen jetzt gerne fünf wirksame Tipps geben gegen die Angst, sich zu blamieren. Kennen Sie das? Naja, eigentlich eine rhetorische Frage. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Also jemand, den Sie gut finden, möchte sich mit Ihnen unterhalten, aber in dem Moment fällt Ihnen nichts Gescheites ein und Sie reden nur banales Zeug und ärgern sich hinterher. Oh Mann, wie konnte ich nur so blöd sein? Oder Sie sollen etwas vortragen vor mehreren Leuten und Sie haben total weiche Knie und fürchten, Sie haben Blackout und können sich an gar nichts mehr erinnern. Oder anderes Beispiel, Sie bekommen im Job ein Projekt und das ist sehr wichtig für Sie und ja, Sie möchten es auch gerne machen, aber Sie haben Panik, ob Sie das überhaupt hinbekommen. Oder Sie haben ein Vorstellungsgespräch und die ganze Nacht vorher wälzen Sie sich schon im Bett und fürchten, dass Sie das vergeigen. Ja, das sind nur einige Beispiele, aber ich glaube, es gibt noch 100 andere. Und was hinter alledem steckt, ist die Angst zu versagen. Im Detail vielleicht fürchten Sie sich, ausgelacht zu werden. So hinter Ihrem Rücken wird dann darüber gelästert. Oder eben auch, was ich sagte, die Angst, sich zu blamieren, eventuell auch sich eingestehen zu müssen, dass man sich übernommen hat. Ja, diese Angst, sich zu blamieren, zu versagen, die zeigt sich auch körperlich. Das Herz rast wie verrückt. Der Kopf ist wie leergefegt. Oder Schweiß bricht aus. Man spricht ja auch buchstäblich vom Angstschweiß, der einem dann ausbricht. Jedenfalls, der ganze Körper ist in Aufruhr mit Anzeichen von Panik. Man möchte am liebsten weglaufen und wenn man irgend diese Situation vermeiden könnte, man täte es. Die Frage ist natürlich, wie kommt es denn eigentlich dazu? Wo kommt diese exzessive Angst, dass etwas uns misslingen könnte oder dass wir uns blamieren, ausgelacht werden, versagen? Wo kommt das her? Die Ursachen liegen mal wieder früh zurück. Ja, also wir kommen gar nicht umhin, auch immer mal wieder in unsere Kindheit zu schauen oder auch in unsere Jugendzeit. Jedenfalls ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie in der Zeit gelernt haben, ich bin nicht gut genug und jetzt denken Sie als Erwachsene, jetzt wird das herauskommen. Das wäre eine Möglichkeit, dass Sie einfach von Kindesbeinen an gelernt haben, was Sie leisten, das reicht einfach nicht. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Sie eine sehr schlechte Erfahrung gemacht haben. Man spricht in dem Zusammenhang ja auch von einem Trauma. Vielleicht mussten Sie in der Schule etwas vortragen und alle haben Sie dabei ausgelacht. Oder ein Lehrer, der Sie nicht leiden konnte oder eine Lehrerin, hat Sie fertig gemacht. Möglicherweise sind Sie auch bestraft worden, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Jedenfalls hat es mit Sicherheit alte Wurzeln, dass Sie Ihr Selbstvertrauen verloren haben. Und das lässt sich jetzt nicht einfach wegzaubern. Sie brauchen wirklich allen Mut, sich auf die Situation, vor der Sie sich fürchten, einzulassen. Aber Sie können es schaffen. Und deshalb möchte ich Sie gerne mit meinen fünf effektiven Tipps unterstützen, was Sie sofort machen können, um sich in der Situation zu beruhigen. Das erste ist, atmen Sie in der Situation bewusst tief ein und aus. Es ist nämlich so, in Panik hält man den Atem an. Das wird einem meistens gar nicht bewusst. Und in dem Moment, wo Sie ruhig ein- und ausatmen, da beruhigt sich auch Ihr Geist. Das ist ein Mittel, das schon die alten Inder in den Veden gewusst haben. Und im Yoga spielt ja auch die Atmung eine große Rolle. Also Sie haben über Ihren Atem die Möglichkeit, sich sofort zu beruhigen. Und den sollten Sie auch nutzen. Das zweite ist, sagen Sie sich innerlich einen beschwichtigenden Satz. So eine Art Mantra, was Sie sich selber sagen können. Es ist nämlich so, Ihr Unterbewusstsein hört mit und reagiert darauf. So ein Satz wäre zum Beispiel, das ist doch ganz egal. Oder ich sterbe nicht daran. Oder so wichtig ist das auch nicht. Also finden Sie so einen Satz, der Sie beschwichtigt. Denn das wird Ihren aufgewühlten Geist beruhigen.
Das dritte ist, sehen Sie das, was da vor Ihnen liegt an Herausforderung, als Spiel. Das ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Sie sagen, oh, ich soll das als Spiel sehen, ich schlotter hier schon vor Angst. Aber das ist ein ganz bewährtes Mittel. Man nennt das in der Psychologie auch Reframing, also dem Ganzen einen neuen Rahmen geben. Und das könnten Sie folgendermaßen machen. Sie stellen sich einfach vor, Sie sind ein Schauspieler oder eine Schauspielerin in einer Serie. Und jetzt sollen Sie eine ganz bestimmte Rolle übernehmen. Zum Beispiel sollen Sie eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter spielen, der oder die ein Projekt präsentieren soll. Oder Sie sollen einen Mann spielen, der sich auf eine Stelle bewirbt. Also was immer die Herausforderung ist, stellen Sie sich einfach vor, das ist jetzt kein Ernstfall, sondern das ist wie im Kino, nicht? Oder wie in einer Netflix-Serie. Und Sie werden merken, dass Ihnen das eine gewisse Distanz gibt, dass Sie das Ganze nicht mehr so fürchterlich ernst nehmen, dass es nicht mehr um Tod und Leben geht, sondern nur darum, dass Sie es entsprechend gut hinkriegen, das zu schauspielern. Mein vierter Punkt ist, schauen Sie in die Zukunft. Machen Sie sich bitte klar, in 3 Jahren kräht bestimmt kein Hahn mehr danach, ob Sie jetzt gerade eine schlechte Figur abgegeben haben oder ob Sie sich blamiert haben oder ob Sie das nun hingekriegt haben oder nicht. Also es gibt ja selten Dinge, die so entscheidend wichtig sind, dass man nicht sagen könnte, naja, also irgendwann wird das Schnee von gestern sein. Also machen Sie sich das bitte klar. Versetzen Sie sich einfach mal 1 Jahr weiter oder auch 2 Jahre weiter und überlegen Sie dann, wird das dann noch Wichtigkeit haben, ob Sie jetzt bei dieser Präsentation sich blamiert haben oder ob Sie das ganz brillant gemacht haben. Ich glaube, Sie werden sich noch nicht mal mehr erinnern können. Also, das war mein vierter Punkt. Mein fünfter Punkt ist, tun Sie immer wieder das, wovor Sie Angst haben. Das ist der allerbeste Weg, denn der Gewöhnungseffekt vertreibt die Angst. Ich weiß, wovon ich spreche. Sie dürfen mir glauben, bei meinem ersten Vortrag war ich in heller Panik. Ich wäre am liebsten geflüchtet. Und das Gleiche galt für mein erstes Seminar. Ich hatte solche Angst, mich zu blamieren und ich hatte solche Angst, da zu versagen und dass alle hinterher, naja, vielleicht mich nicht gerade auslachen, aber sagen, naja, also die wäre ja auch besser zu Hause geblieben. Ja, und heute, no problem. Heute können Sie mich wirklich vor Tausende von Leuten stellen und ich bin höchstens angeregt, aber habe kein wildes Lampenfieber mehr und ebenso, was Seminare betrifft. Also deshalb weiß ich, dass es funktioniert. Je öfter Sie das tun, wovor Sie Angst haben, desto sicherer werden Sie darin. Das sind meine 5 Tipps, wie Sie die Angst, sich zu blamieren, die Angst, ausgelacht zu werden, die Angst, es nicht zu bringen, die Angst zu versagen, wie immer man es nennen will, dieses unangenehme Gefühl, nicht gut genug zu sein, wie Sie das überwinden können. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, atmen Sie in der Situation bewusst tief ein und aus, um Ihren Geist und Ihren Körper zu beruhigen. Zweitens, sagen Sie sich innerlich einen beschwichtigenden Satz, den Ihr Unterbewusstsein mithört und hoffentlich aufnimmt. Sowas wie, ist egal oder davon geht die Welt nicht unter. Drittens, sehen Sie es mal mit anderen Augen, nämlich als Spiel und tun Sie so, als wären Sie ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, die das jetzt gerade verkörpern soll. Das verschafft Ihnen die nötige Distanz. Das vierte ist, schauen Sie in die Zukunft. Die alten Römer hatten diesen Spruch sub specie aeternitatis, das heißt, unter dem Blickwinkel der Ewigkeit schrumpft das zusammen. Und wie gesagt, schauen Sie in die Zukunft, das relativiert Ihre Herausforderung. Und fünftens, tun Sie immer wieder das, wovor Sie Angst haben. Denn genau das wird die Angst vertreiben, weil Sie Routine und Kompetenz bekommen. Ich denke, mit diesen 5 Tipps sind Sie gut gewappnet. Das Ganze hat natürlich mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun. Und weil gerade wir Frauen Unterstützung gebrauchen können in dem Punkt, habe ich einen Videokurs für Frauen entwickelt, der heißt Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Und den können Sie dann gerne auf meiner Website www.flodarek.de bestellen.
Aber last but not least freue ich mich sehr über ein Abo, wenn Sie mir ein Abo dalassen und auch unbedingt über Ihre Kommentare. Da würde mich sehr interessieren, welche Erfahrung Sie gemacht haben mit solchen Versagensängsten, Ängsten, sich zu blamieren. Und ich glaube, das wäre schön, wenn Sie das mit uns allen teilen würden. Ja, ich wünsche Ihnen aber natürlich von Herzen, dass Sie keine solchen unnötigen Ängste haben. Ja, und ich kann nur noch sagen, alles Gute für Sie.